Okay. So, du bist also derjenige, der all den Ärger verursacht. Ich habe nicht... Du brauchst nicht zu erklären. Ich weiß, dass du nicht schuldig bist. Woher weißt du das? Das wird dir sehr bald klar werden, aber zuerst brauche ich deine Hilfe. Mein Assistent ist verschwunden und ich führe ein sehr wichtiges Experiment durch, das uns alle retten wird. Was für ein Experiment? Ich kann es später erklären, aber die Zeit drängt. Meine Maschine ist ausgefallen. Ich kann sie reparieren, wenn du mir das Zubehör auf dieser Liste besorgst. Hier ist ein Schulschlüssel für alle verschlossenen Türen, die du eventuell öffnen musst. Okay. Finde eine große Batterie, ein Kupferrohr, Klebstoff und bringe die Vorräte zurück. Aber ich habe schon einen anderen Plan, wie wir die Schule retten können. Oder generell Single Valley. Und mein guter Freund Bob wollte mir dabei helfen. Okay. Da! Diese Schule ist reif für den Müll. Aber sowas von. Okay, man sieht tatsächlich die Platten, die man... Ey! Das war mein Klon! Lass ihn das nächste Mal an! Das ist einfach eine lebensfeindliche Umgebung, mit der wir es hier zu tun haben. Komm. Give me... Da gibt's neue Musik. Oh. Oh. Gut. Die Musik verwirrt mich hart, ehrlich gesagt. Ach du Scheiße. So, und die essen offenbar ja Äpfel, oder? Die können doch nur Äpfel essen, oder warum wurde mir das hier angezeigt? Wollen wir es mal probieren mit den Äpfeln? Ich weiß halt nicht, was ich sonst machen soll. Wo haben wir denn die Äpfel? Da. Essen die das echt? Die essen den Scheiß nicht. Wofür zur Hölle kriege ich... Äpfel, wenn die nichts bringen. Ist hier in diesem Raum überhaupt das, was ich brauche? Ja, da hinten, ne? Da hinten ist, glaube ich, eine Batterie. Batteries! When the morning comes, when the morning comes, batteries! Jo, und tot. Ja, leider fliegt der Angriff einfach mal gefühlt über 2 Kilometer. Und tot. Ja. Daran zu kommen wird verdammt schwierig und verdammt nervig. Also... Ja, das bringt nichts. Ob ich die jetzt angreife oder nicht, das ist halt irgendwie... Gehofft wie gesprungen. Haben wir denn gar nichts, was wir... Wir haben Grillen. Ich glaube, Grillen würden funktionieren. Weil das halt schon... Da werden Frösche wieder normal, aber das bringt es auch nicht, wenn es nur so ein paar sind. Nein! Oh Mann! Was ist das denn?
So, wir haben es geschafft. Meine Güte nochmal. Heide Witzka. Hier können wir nochmal ein bisschen Fusel bekommen. Nein, bitte nicht. Wir müssen erstmal gucken, was hier drin ist. Ein Waschbecken, ein Klo. Das fasse ich nicht mit bloßen Händen an. Warum denn nicht? Ah! Jemand will, dass wir es mit bloßen Händen anfassen. Fass mein Klo an oder du stirbst. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Was ist da drin? Gib mir alles, was da drin ist. Missing. Ist hier sonst nichts drin? Hier? Ne, sonst ist hier offenbar nichts drin. Was ist das? Auch nichts. Was ist das? Auch nichts. Okay. Erstmal muss ich davon ausgehen, dass da nichts Wichtiges ist. Hier können wir sowieso nichts erreichen. Wie ist es hier? Hier ist ein Drucker. Guck mal da oben. Okay, irgendwie muss man da raufkommen. So vielleicht. Ey! Ich wollte gerade sagen, das muss doch jetzt ausreichen. Was sagt er? Hey Puerto, okay, seit wann kann er diese Sprache? Aber auch hier, wie ihr seht, wieder kein Teil von dem, was diese komische Lehrerin braucht. Zumindest nicht, dass ich das Kupferrohr Klebstoff. No! Der Geist muss weg. Oh, hier kann man auch rein. Die große Turnhalle offenbar. Klebstoff! Zeit zum Spielen. No! No! Hua. Du bist wirklich gut. Schauen wir mal, wie du dich schlägst, wenn ich das Level hochfahre. Hua. Nein! Okay, dieser Geist will also mit uns spielen. Hat uns reingelegt hier. Ja gut, die sind ja nicht weiter... Der trifft ja nicht mal. Ja, dann fahr bitte das Level hoch. Das hat Spaß gemacht. Lass uns dieses kleine Spiel beenden. Das war's schon? Okay, mir ist langweilig und ich bin raus. Hier. Okay, tschüss. War mir eine Freude nicht. Kann ich dir helfen? Und schon wieder haben wir einen von unseren Klonen gerettet, der ein bisschen retarded aussieht, aber das ist bei diesen Klonen ja offenbar so. Wo führt das hin? Oh nein. Wir werden von Tieren verfolgt. Oh nein, warum liegen hier BHs rum? Diese Schule ist einfach so seltsam. Haben wir jetzt eigentlich den Klebstoff? Nee. Den müssen wir immer noch sammeln. Da. Thank you. Also haben wir auch den Klebstoff. Was ist hier? Ist wahrscheinlich auch wieder eine Umkleide. Was ist in diesem Paket?
Nichts, aber wir brauchen das Paket, um den Sammelgegenstand da oben zu bekommen. Nice. Dich ziehen wir erstmal nach unten. So, was gibt es hier noch Cooles? Jede Menge. Oh nein. Lass das. Du kriegst gar nichts. Ich brauche die Insekten, um die Frösche loszuwerden. So, hier unten war jetzt auch eine Tür, ne? Hier. Hot Dogs. Gibt's hier nicht vielleicht ein Kupferrohr oder sowas in der Kantine? Das ist gut. Das ist auch gut. Oh je, das ist schlecht. Erstmal bei den Hot Dogs bedient hier. What is you? Cthulhu. Ah. Oh no, Freund. Der hat ein Kupferrohr, ne? Der hat ein Kupferrohr. Danke. Ah! Das war knapp. Okay, das heißt, jetzt brauchen wir nur noch... Ah, wir brauchen gar nichts mehr. Wir müssen die Vorräte zurückbringen. Wofür das hin? Noch einen von euch retten. Go away. Ja, da kommen wir so einfach nicht rüber. Nein! Weg! Ihr bösen Teufel! Gottes Willen, welcher Geist versucht mir hier die Suppe zu versalzen? Wir müssen jetzt auf jeden Fall zurück. Da ist er ja schon wieder. Das war er doch, oder nicht? Wie viele Upgrade-Punkte haben wir eigentlich? 7! Mein Gott! Dann können wir auf jeden Fall die beiden uns holen. Und haben jetzt nur noch eins vor uns. Ah ne, gar nicht wahr. Den auch noch. Dafür brauchen wir jetzt insgesamt noch 11 Stück. Keine Ahnung, ob wir so viele in dem Spiel überhaupt noch finden können. Wir haben ja am Anfang vor allem noch einige liegen lassen. Es kann aber auch sein, dass es mehr gibt, als man braucht. Dann wiederum wäre das ja wieder okay. Also müssen wir mal schauen. So. Dann schauen wir mal, wie du die Schule retten willst. Hast du irgendetwas gefunden? Ja, hier. Frankensteins Monster. Was ist das? Okay, das sollte es zum Laufen bringen. Mit Klebstoff? Ernsthaft? Yo, MacGyver oder was? Ich habe in der Struktur unserer Welt herumgestochert und einen zugrunde liegenden Code entdeckt. Es scheint mir, wir wurden geschaffen, um Wesen aus einer anderen Dimension herauszufordern und zu unterhalten. Wie passe ich da rein? Meine größte Bedrohung ist jeder, der vom Spieler kontrolliert werden könnte. Das schließt dich ein, Jack. Aber ich fühle mich so echt. Nichts hiervon ist echt. Du kennst mich seit Jahren. Bitte tu das nicht. Im Moment ist jeder, der aus der Wasserversorgung der Stadt trinkt, infiziert. Je weiter sich das Virus verbreitet, desto instabiler wird alles. Bald wird unsere Welt kollabieren und wir werden alle aus diesem ausgeklügelten Rattenlabyrinth befreit. Nein. Es ist die ganze Zeit diese komische Gestalt gewesen. Und jetzt sind wir wo? Wir sind im Nichts. Miss Jenkins hat wirklich den Verstand verloren. Nein, Miss Jenkins ist das Böse. Das Leben kann doch nicht nur ein Spiel sein, oder? Wenn du da bist, musst du mich nach oben bewegen. Ja. Das würde ich jetzt auch probieren, ja. Vielleicht nur ein Zufall, was? Tod. Nach oben bewegen. Das geht nicht so einfach. Vielleicht können wir aber auch mit dem fliegen?
Können wir damit fliegen? Nicht wirklich. Wo müssen wir denn hin? Wie kommen wir denn hier weg? Das Spiel erklärt einfach nichts. Das ist voll dreist. Vielleicht nur Zufall. Was ist vielleicht nur Zufall? Was? Lass mich springen. Ja, kannst du doch auch. Okay, das war seltsam. Was war seltsam? Ach so. Lass mich ausweichen, weil wir ihn steuern. Ach, wir müssen ihn... Er will herausfinden, ob wir da sind. Aber es kann nicht wahr sein. Doch, kann es. Ich hoffe, du hattest Spaß mit mir. Ja, schon ein bisschen. Es klingt jetzt anders, als es wirklich ist. Ich würde lieber gelöscht werden, als für immer in diesem Nirgendwo zu existieren. Und jetzt? Es ist alles sehr seltsam hier, muss man sagen. Er würde lieber gelöscht werden? Ist das eine Aufforderung? Ah! Habt ihr das gesehen? Da war doch was. Ich habe leider die falsche Taste gedrückt. There. Das ist sehr interessant sogar. Und jetzt sind wir hier auf dem nächsten Plateau. Da gibt es neue Musik. Du bist ein... Ja, genau. Wie hinterhältig. Okay, wir müssen also warten, bis das da oben am richtigen Punkt ist. Das haben wir jetzt geschafft. Hier gibt es Steine. Und ich nehme mal an, wir müssen zum richtigen Moment... Das hat jetzt was getan? Das hat das getan. Nein! Warum drücke ich falsche Knöpfe? Gib mir die neue Musik. Krasse... Krasse Mucke hier. Durch da. Wir laden uns jetzt erstmal mit Steinen voll. Kein Platz. Es gibt keinen Platz. Es gibt nur zu kleine Taschen. So, wo geht's jetzt hin? Hier rüber. Soll ich da reinspringen? Hä? Okay, das hat immerhin funktioniert. Eine ganz komische Welt. Hä? Oh, die verschwinden tatsächlich. Okay, offenbar verschwinden die nach einer Zeit. Das hat uns gerade so gerettet. Nein! Oh. Komme ich jetzt raus? Das ist mein Zimmer. Aber ich bin hier als Geist. Bin ich jetzt auf der anderen Seite und kann meine Eltern heimsuchen oder meinen Bruder? Ja, das ist tatsächlich... Das ist tatsächlich mein Haus. Mehr als weird. Super weird. Nein! Nicht mein Bruder. Alles nur das nicht. Er hat das nicht verdient. Verity. Miss Jenkins hat Baby Bruder entführt. Es tut mir leid, das zu hören. Sie schreckt vor nichts zurück, um uns alle zu beseitigen. Ich habe gesehen, was im Wissenschaftslabor passiert ist. Miss Jenkins muss diesen Aktenkoffertypen benutzt haben, um uns davon abzuhalten, sie aufzuhalten. Vielen Dank, dass du mir geholfen hast. Alles in Single Valley, auch dieser Ort, wird kollabieren. Wir müssen zurückkehren und die Dinge wieder in Ordnung bringen. Wir müssen die anderen Kinder finden und mitnehmen. Okay, hilfst du mir? Komm mit Verity. Oh nein.
Schau, ein weiteres Portal. Verflixt, wo ist es hin? Wahrscheinlich ist es instabil, aber wir haben keine andere Wahl, als es zu benutzen. Wenn es jemals zurückkehrt, dann los. Aber wir wissen nicht, wohin es führt. Und was ist mit den anderen Kindern? Je länger wir bleiben, desto geringer werden unsere Überlebenschancen. Ich will schon ein bisschen ausprobieren, was hier noch so ist. Und tschüss. Tschüss, Verity. War mir eine Freude. Okay, Miss Jenkins ist also diese komische Gestalt und hat wahrscheinlich in dem Labor irgendeinen Scheiß verursacht, beziehungsweise ist dafür verantwortlich, dass diese Substanz in den Fluss gekommen ist. Ein Portal ist erschienen. Schnell, wir haben nicht viel Zeit. Wie lange bin ich hier gewesen? Okay, wir können die anderen Kinder also doch retten. Die Frage ist... Jack, es öffnet sich gerade. Schnell! Nein. Ich hole die anderen Kinder. Ein Portal ist erschienen. Schnell, wir haben nicht viel Zeit. Meine Familie, bla 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 bla. Ich muss die anderen retten. Ah! Nein. Der Rhythmus ist absolut kacke, in der diese Dinger erscheinen, oder nicht? So, jetzt geht er ja wahrscheinlich wieder runter, ne? Nee, geht er nicht. So, das passt. Wir müssen jetzt hier rauskommen. Niemand kann mich hier schikanieren. Aber ich kann sie schikanieren. In der Schule hast du meine Kräfte gesehen. Dann hast du zugelassen, dass die Quälgeister ändern, wer du wirklich bist. Sie haben recht, ich bin so seltsam und verrückt wie mein Vater. Verschwinde. Die Zeit wird knapp. Soll ich versuchen, Simon zum Gehen zu überreden? Ja. Ich habe deinen Vater getroffen, er ist nicht verrückt. Miss Jenkins hat all das Chaos verursacht. Sie hat diesen Aktentaschentypen benutzt, um dich hierher zu schicken. Dein Vater war ihr auf der Spur, also hat sie ihn reingelegt, indem sie dein Haus niedergebrannt hat. Mein Leben ist ruiniert. Du kannst jederzeit wieder rausklettern. Dein Vater kämpft in diesem Moment für die Rettung von Single Valley. Zeige der Welt, wie talentiert und clever du bist. Was habe ich denn zu verlieren? Vielen Dank, dass du dich kümmerst, Jack. Ja. Das müsste der Sohn von Bob sein, oder? Täusche ich mich da. Spring! So, jetzt haben wir sie alle. Wir haben alle Kinder gerettet. Und sind jetzt, wo auch immer, am Strand. Am Strand? Ich muss quer durch die Stadt, zurück zu Bob. Uff. Okay, wir müssen jetzt zurück. Und zwar, wir müssen durch die Stadt zurück. Okay. Oh nein, da sind Krabben. Oh nein, oh nein, oh nein. Ich habe keine Ahnung, was sie tun werden. Okay, sie springen einfach nur wild rum. Sie sind gefährlich. Man darf sie nicht unterschätzen. Um Gottes Willen. Aber das Wasser hier ist immerhin normal. Das ist doch schön. Da ist noch einer. Mensch, wie viele Upgrade-Punkte kriegt man denn hier am Ende noch? Ich meine, wir haben jetzt 3. Wir brauchen halt immer noch 9. Also die werden wir nicht kriegen. Davon bin ich überzeugt. Aber wenigstens so ein paar. Bait and Tackle. Okay. Ja... Auf jeden Fall, das müsste Simon sein, oder? Schöne Auswahl an das Zählwerk ist gesperrt. Dann hau ich jetzt kaputt. Kein Platz. Was gibt's da denn? Was gibt's da denn, ist die Frage. Können wir das fallen lassen? Schrauben und Muttern. Why? Why? Was haben wir da gerade aufgesammelt? Ein Fisch. Ach so, der wäre vielleicht gut für die Krabben oder was, um die zurückzuverwandeln. Aber immerhin kann ich jetzt das hier nehmen. Ist hier vielleicht... Ich komme mir kaum klar gerade. Aus irgendeinem Grund ist die Strömung oder was auch immer sehr schwer. Kaum gegen an gerade.
So, jetzt sind wir aber raus. Holen wir jetzt erstmal das. So, wie geht's hier weiter? Was ist zum Beispiel hier oben los? Das ist ja absolut wild, was hier abgeht. Da liegt was. Okay, was genau ist das? Ein zerrissener Passierschein. A38 oder what? Ja, erstmal nochmal reinschiffen hier. Das ist einfach so eine Art Motel hier, ne? Ah, steht auch oben sogar. Nein! Weg! Und der steckt auch noch im Klo, alles klar. So, tschüss. Ein weiterer Upgrade-Punkt, was ist hier? Fusel. Warum haben sie hier im Hotel Fusel aufgestellt? Das war knapp. Das war sogar verdammt knapp. Lass mich durch. Da drüben ist wieder einer, von dem wir uns was holen könnten, von dem wir was tauschen könnten. Was ist hier oben? Suche 32 Sammlerstücke. Wir haben echt viel gefunden. Spaceboy Sonnenbrille. Eine Space Effect RPG Spielkassette. Actionfigur der siebenäugige Dämon. Ja, ich meine, das ist nur die Hälfte von denen, die es gibt. Aber hey, ich finde das jetzt nicht so schlecht. Nimm diese Schlüssel und richte meiner Frau aus, dass ich sie liebe. Ihr Name ist... Uff. Nein! Ist das deine Frau? Ich glaube, der brauche ich nichts mehr. Eine Art Couch-Sperrkisten-Ding. Ich glaube, der brauche ich nichts mehr ausrichten. Die ist durch. Deine gute Frau ist durch. Da gibt's nichts mehr zu retten. So. Jetzt haben wir da noch einen Upgrade-Punkt. Jetzt fehlen nämlich auf einmal nur noch 7 statt 9. Vielleicht geht da ja doch noch was. Sperrkisten-Ding. Okay, da können wir jetzt aktuell zumindest noch nichts erreichen. Gucken wir mal hier. Was ist das? Das ist der andere Teil des Passierscheins. Kann man das nicht kombinieren dann? Nee, kann man nicht. Aber vielleicht ist es für irgendeinen NPC oder so. Das kann ja durchaus sein. Haben wir hier noch irgendetwas? Da unten ist noch was Wertvolles. Das müsste die Mitte davon sein, ne? Aber dann haben wir doch jetzt alle Teile, nehme ich mal an. Oder? Ich weiß nicht. Der Arme. So, erstmal ausgemacht hier. Den Scheiß können wir nicht mehr gebrauchen. Hier sind überall Autos. Ey, das sind wir. Contact the police if you see this person. Nee. Eher diesen Aktentypen. Oder Miss Jenkins. Die hat nämlich den ganzen Scheiß hier verzapft. Das hat nichts mit mir zu tun, mit Jack, mit dem guten alten Jack. Fucking shit, what the heck? Das sind ziemlich wütende Katzen offenbar. Kommt man da irgendwo rein? Es ist verbarrikadiert. Ja, was ist? Danke für die Badehose, bitte. Bring dich in Sicherheit. Typ, du hast keinen Schutz. Du hast keinerlei Schutz. Typ. Hier ist niemand mehr. Was macht er denn? Er muss abhauen. So, was passiert hier? Auf dem Schild steht, für den Zugang zum Bootsparkplatz des Bettbacken-Hotels wird ein Brückenschlüssel benötigt. Den habe ich doch, oder nicht? Hol den Brückenschlüssel. Öffne die Brücke. Wo kriege ich den her?
Oder brauche ich den von dem Teil hier? Ich brauche einen Code, um diese verschlossene Kiste zu öffnen. Aha. Gut, dass wir das jetzt haben. Also wir fangen mal an mit 4, 5, 8, 3, 7, 9. Nice. Und schon haben wir die Brückenkarte. Ja, und das ist, würde ich sagen, auch mal ein guter Punkt, um jetzt hier die Folge zu beenden. Beim nächsten Mal kommen wir dann nämlich hier über die Brücke und können hoffentlich Single Valley retten. Ich würde es mir sehr wünschen. Ich hoffe, ihr seid dabei und denkt natürlich immer daran. I want you for an adventure.